Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und hier ist es schön kalt. Oh, das ist auch ein bisschen eingefroren, ne? The cathedral in the wasteland. That's where your road ends. Before you get there, however, you still have much to learn. There is a great painter hidden among the ice and blood. You must meet with him before you drown in the sands of the desert. It's a long and difficult road, so in order to have any chance of survival, you must become much stronger. That's better. Use your abilities. Enough hiding. Delight in the taste of their blood. Oh, das Kapitel ist zu Ende. Oder das Spiel. Nee, ich glaube, das Kapitel ist zu Ende. So, wir haben wieder kaum was gefunden. Rote Kammer, goldene Kammer, versteckte Kammer. 3D-Statue 0. Comics 0 von 0. Ach, gibt doch keins. Okay. Gut, weiter. Wie soll jetzt ein Maler treffen? Übernehmen wir den jetzt? Finde die rote Göttin. I will never forget our first true meeting, where I was standing naked before you. It was our moment. Your true awakening. Stehen. It was like a frozen fire. There is an old temple hidden in the frozen caves. Lädt das Spiel schon wieder irgendwas? Many paths can lead you to it, so choose whatever body you want. Mutilate anyone who will question your faith. Nein, da ist ja nichts auf. Schön ein vermackeltes dumme Vieh.
ja letzte Runde genervt da. So einen Spaß haben am Morden und dann machen sie so verbuggt, dass man überall hängen bleibt und nichts richtiges killen kann. Bin ich jetzt ich? Bin ich jetzt... Toll. Ja, dann gucken wir uns hier mal diese Geschichte an. So, unter den kältesten Reich verbergen sich Dämonen, die vollständig und unendlichen Feuer bedeckt sind. Ihre Schreie hört man sogar von hier. Sie erwecken Entsetzen, sogar in den schlimmsten von uns. Man sagt auch, dass sie im Flug eine erstickende Spur aus Feuer und Asche hinterlassen. Diese Spur, die in ihren Herzen brannte, als Krähen ihren Opfern auf den Scheiterhaufen die Augen auspickten. Das Feuer hat ihre verdammten Seelen ergriffen und sie so zum Herumirren durch die Abgründe der Hölle gezwungen. Wehe jenen, die ihre Routine stören, denn nur in ihr finden sie Trost. Toll. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Noch eine Notiz. Oh, von Kevin Nicholas. Legen wir mal vor, lesen wir vor. Der kalte Wind zwang uns unter Schlupf den Hütten zu suchen. Und alle Untertanen, die mich begleiteten, haben es soweit geschafft. Der wütende Sturm in der Oberfläche hat sie in Eiskulpturen verwandelt, die nun ein Weg zur Erleuchtung verzieren. Im Augenblicken der Rast, den unendlichen dunklen Korridoren der Hölle nutzen wir das Eis. Einen Altar zu Ehren der Göttin zu bauen. Die gefrorenen Leichen, Schwachen, wurden als Opfer verwendet. Ich befahl, vielen die Gliedmaßen vom Körper zu trennen. Sie beginnen zu verstehen, dass es kein Zurück gibt. Ja. Fuck. Gehen wir mal besser. Da will ich nicht rein. Nee. Komm, willst du mir veräppeln? Warum muss das zwischendurch jetzt auf einmal immer laden? Geht's da wirklich gut? Wo
falls ich sterbe, nehme ich dir schon mal dein Tüchlein ab. Changes. Was ist das? Der aber hinter mir ist nicht festgefroren. Das Spinnvieh. Oder das andere. Eisblutfeuer. Fähigkeit bekommen da, oder? Ah, 3 Punkte haben wir sogar. Mensch. Wieso kann ich das da oben nicht nehmen? Er belaubt den Spieler einen Teufel. So. Was machen wir? Verlängert den Atem. Verringert die Geräusche. Brauchen wir nicht. Zur Göttin entfacht ein Feuer in und bewirkt, dass mein Eis, von einem Eis, ja, deckter Körper, nicht erfriert. Ich habe verstanden, dass ich ihn nicht vertrauen kann. Die Göttin hat sie auf die Probe gestellt, die sie jedoch nicht verstand.
Schatz kennenlernen, wenn ich zusammen mit ihr bewirke, dass ihre dampfenden Eingeweide dieses frostige Labyrinth in eine heiße Einöde verwandeln. Entschuldigung. Kevin Nicholas Bell. So. Hier gibt's wieder eine gute Fackel. Ach du Backe. Wir haben den Kopf schon mal. Und ja, beide Arme und beide Beine fehlen Mist. Oh, ich dachte gerade. Stirb. Stirb. Schnell, schnell, nimm was du kriegen kannst. Ach, hier waren wir doch vorhin. Okay, da hat nichts für uns. Dann wieder zurück. Ja, nur da runter zu so ein Riesenvieh. Schon bei 4-5 Körperteilen vorbeigelaufen. Da ist eine Spinne, da ist noch eine Spinne. Ihr spinnt doch. Das ist ja eine Kammer, wo ich runterspringen wollte. Ja, spring doch! Oh. Ich klicke auf Springen und er springt nicht. Oh, das ist cool. Schwarze Spinnviecher killen. Thank you.
zusammenhängen. Den Typen können wir wieder nehmen. Besser als nichts. Ja, komm, eh. Uns wieder irgendwie zerrissen. Das Dumme ist, oben auf den... Oh, jetzt fangen wir hier an. Hallo? Auf Johnny Boy! Jetzt müssen wir es wieder komplett machen, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Da jetzt am Thron noch was liegt. Beweg mich wieder nicht. Oh. Animation und jetzt sind wir tot. Ich dachte schon. Doch, jetzt fangen wir an. Geil. Den nimm schon. Yeah.
okay. Bin ich abgestürzt. My soul. Also diesen blauen Licht da hinterher zu laufen, das bringt nichts, glaube ich. Nee, ich gehe da nicht nochmal hoch. Text. Der Sturm wütet weiterhin über unseren Köpfen und zwingt uns dazu, im Schatten zu bleiben. Ich habe bereits aufgehört, die Tage zu zählen. Der in den Höhlen gepfeifende Wind trägt meine Weisheiten ins Innere der Erde. Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, den Kult Nanas in solch schwierigen Gegebenheiten zu beleben. Jeder Reisende, der ähnlich wie wir vor Frost hierher flieht, lernt ihren Ruhm und ihren Schrein kennen. Ich wollte gerade sagen, was hat man. Letzte Nacht habe ich allen die Kehle durchgeschnitten. Ihr heißes Blut ließ den ringsrum liegenden Schnee schmelzen und formte so ein blutiges Abbild von ihm. Getränkt vom Blut der Sünder irrte ich in den dunklen Höhlen herum und sah die im Eis eingefrorenen Abbilder, die nun Teil der Wände waren. Die Göttin sprach zu mir durch ihren Unglück. Die im Eis erfrorenen Märtyrer schienen auf die anderen zu deuten, womit sie auf jämmerliche Art und Weise sie in der Schuld zu bezichtigen versuchten. Mit Mitleid betrachtete ich ihre erfrorenen Körper, die mich zur bitteren Weisheit führen. Zwei von ihnen haben scheinbar in den letzten Augenblick die Göttin um Vergebung gebeten. Die Wände mit ihrem Blut bedeckt waren, formten ein Symbol, oh nein. Ein Zeichen, welches ich verwendet habe, um ein weiteres Tor zu ihrer Göttlichkeit niederzureißen. Er hat mich zur Hölle geführt. Zum Gemach, in dem sie mir ihr aggressives Antlitz offenbarte. Ja. Ich glaube, das letzte Mal hat sich gestorben.
Wow, das ist was, was ich nicht sehen will. Das ist eine Penisschlange, glaube ich. Schnell raus aus dem Wasser. Das war doch eine, oder? Schnell speichern. Gleich nach oben. Gut, dann tippe ich mal drauf, dass das Zeichen nicht das ist, was wir brauchen. Wir müssen da trotzdem mal testen. So, einmal Kreis. Das rund, die dumm. Zack. Da vermalt. Machen wir trotzdem mal Enter. War nichts, habe ich mir schon gedacht. Müssen wir kurz. Naja, bis auf. War auch eigentlich ganz schlecht, fand ich. Das finde ich. Ach, hier ist noch ein einfacheres. Das ist es aber auch nicht. Aber auch das testen wir nochmal. Weil vielleicht will uns das Spiel mal was Gutes tun. Ich glaube es nicht. Es möchte uns nur quälen. Geht da mal. Entschuldigung, musste mal kurz Headset richten. Geheimkammer. Ach, ich will auch keine Geheimkammer. Ich brauche noch ein paar Arme und Beine. Keine Statue. Kann ich hier irgendwas Tolles machen? Wissen wir nicht. Jetzt geht's wieder runter. Jetzt kaputt.
Das ist ja nur so eine Geheimkammer. Schade. Zwei Zeichen haben wir ja erst gefunden, ne? Das hier. Storm. Liegt hier was? Anstrahlung. Braucht doch Körperteile. Noch eine Statue, toll. Oh Mann, gib mir doch einfach Körperteile. Schnell wieder hoch. Das war ja was im Wasser, glaube ich. Vielleicht war es jetzt auch die Kälte. So. Ah ja, er zeigt auch darunter, Mensch. Die Statuen. Achte viel zu wenig auf die Statuen. X-Men. Große Ritual. Wir brauchen doch immer noch Gliedmaßen für den Raum da hinten irgendwie. Do you think you have control over this? Sitting comfortably in your room, playing with darkness and demons. Ich kann gerade nicht unterscheiden, Spiel oder Realität. Ich werde später mal die Aufnahme checken. Das ist klack, klack. Hier müssen wir wieder Herzen sammeln. Vielleicht kriegen wir ein Gliedmaß. Och, Jemini. Text habe ich übersehen, tut mir leid. Gucken wir uns das Bildchen an. Fehlt etwas. Hm.
große weibliche Dämonen, die da eingefroren sind. Hey, wo sind denn die Herzen? Töten hier? Destroy me, please! Stop this torment! Not another moment in this place, please! Ja, ich kann dich aber nicht töten. Destroy me, please! Stop this torment! Ich darf's nicht lesen. Apfel, den will ich essen. Da ist eins. Yes. Jetzt kommt schon die zweite Zeile. Ausdauer, Herzen, Gliedmaßen, was man nicht alles sammeln muss. Ist ja wie bei Assassin's Creed, da muss man ja auch alles sammeln. Briefe hinterherlaufen und die 500.000 besten Sprünge. Abfrage und Teile. Noch eins. Eins fehlt uns noch. Langsam eng hier. Reichen vielleicht zwei? Ja, reichen doch. Tada, oder auch nicht. Wir sind weiter und ich würde sagen, mit diesen Aussichten müsst ihr leider noch weiter abwarten auf die nächste Folge,
Denn hier mache ich einen Break. Kaffeetasse ist leer. Die muss voll gemacht werden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, es tut mir ein bisschen leid, wenn ich jetzt so ein bisschen nicht so viel erzähle. Ich bin so ein bisschen frustet vom Spiel. Aber ich bin ja, wie ich jetzt gelesen habe, nicht der Einzige. Ich glaube, von Game 2 gab es mal so einen netten Zusammenschnitt zu dem Thema. Na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir zuzugucken beim Zockeln. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, klickt auf die Glocke, macht ein Abo. Ach, besser machen ein Abo. Ganz viele Abos brauche ich, ganz, ganz viele. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.